Ich habe dieses Format vermisst, Freunde. Ich habe es wirklich vermisst. Wir schauen uns drei Horrorfilme an. Drei kurze Horrorfilme. Habt ihr Bock? Der erste ist irgendwie Stucco. Ich weiß auch nicht. Mal gucken, was er kann. Aber der ist von Alter. Leute, die von Alter, die sind echt problematisch teilweise. Die sind so brutal. Und ich hatte Schwierigkeiten, die hochzuladen in letzter Zeit. Weil die echt irgendwie immer so kamen, so Altersdings, Warnung und so und den ganzen Shit und also schwierig, die sind teilweise zu brutal, deswegen müssen wir ein bisschen entspanntere gucken. Ich weiß ja nie den Inhalt, deswegen wir probieren es einfach weiterhin und gucken, was kommt. So, sie kriegt einen Anruf und ich weiß, das ist das Schöne, ich weiß halt wirklich nicht, worum es geht, es ist einfach nur, wir gehen. Hm? Klingt irgendwie wie der. Ich weiß nicht. Ich glaube, es ist der Ex wahrscheinlich und es scheint irgendwie Probleme zu geben oder sie hat keinen Bock auf ihn oder irgendwas. Ich hab nichts verstanden. So irgendwie. Auf jeden Fall, das ist das Schlimmste. Das ist mir auch mal passiert. So, dass wir Nudeln. Das ist die Frage. Seid ihr Team, ich würde es noch essen oder nicht? Ich glaube, es kommt wirklich drauf an. Nee, man muss die, glaube ich, schon waschen, weil, also so waschen die Nudeln, dann kannst du ja nochmal warm machen oder so. Weil nee, das ist so viel Zeug dran, die kannst du nicht nochmal essen. Aber es gibt ja die 3-Sekunden-Regel, die besagt, wenn man das innerhalb von drei Sekunden isst, dann ist es wie, als wäre nichts, dann kann man es essen. Okay, ich bin jetzt still, ja? Ich versuche ein bisschen still zu sein. Junge, warum ist das so blutig? Oder was ist das? Ist das Blut? Oder ist das richtig Uzumaki einfach? Das Ding bei Horror-Kurzfilmen, die gehen immer direkt los. Kein Intro, kein gar nichts. Einfach direkt in der Handlung. Und dann spekuliert man, was sie gerade macht, worum es geht, wer sie ist. Was sie heute gegessen hat. Apropos, was habt ihr heute gegessen? Hier ist der Titel. Der Titel wollten die einen auf Dings kreativ einbauen. Und dieser. Wir schauen ja drei an und der erste, der geht, glaube ich, auch am längsten. 17 Minuten. Also so ein langes Ding hatten wir lange nicht mehr. So ein langes Ding. Also, sie haben einfach frisch eingezogen. So viel können wir sagen, oder? Und sie, ich glaube, sie will so von ihrem Ex abhauen oder so, kann ich mir vorstellen, dass sie versucht irgendwie. Ja, sie ist ein bisschen ängstlich. Kann man lauter machen? Ist voll leise. Putting up a piece of art on a wall and it sounded hollow, comma, almost as if there was an open space on the other side, question mark. No rush, comma, I just wanted to see if I could get the original blueprints, question mark. Thank you, comma, smiley face, so much, exclamation point. I'll send it. Okay, sie hat wohl eine Voice-to-Text-Nachricht geschickt, an wen auch immer. So kommuniziert man heutzutage, Freunde. Nichts mehr mit telefonieren, nichts mehr mit sich treffen, nicht einmal mehr schreiben, einfach Voice-to-Text. Das ist der Gipfel der Faulheit, aber fühle ich. Oha. Vielleicht ist der gar nicht mal so schlecht. Okay, sie muss ins Büro, Also ihr geht's wohl echt nicht gut irgendwie. Und sie meint, sie soll vorbeikommen. Und sie meint, sie ist ein bisschen erkältet. Und das braucht sie als Therapie auch, dass sie halt rausgeht. Oha, oh geil. Also wenn sie es schafft, also sie hat irgendwie eine Phobie, glaube ich, dass sie einfach wirklich gar nicht raus kann und so. Und sie soll jetzt allein, sie soll jetzt so zur Apotheke, um auch ihre Angst zu bewältigen und das wäre halt ein Fortschritt, wenn sie das irgendwie schafft. Weil sie ist ja krank und dann soll sie sich Medikamente holen.
Hä? Hat sie es geschafft? Hat sie eine andere? Hello, my beautiful unicorns. Ist es sie selber? Ich bin verwirrt. Now, get into your most comfortable mood. Hä? War sie jetzt draußen oder nicht? Okay, sie muss jetzt Meditation machen. Lass mal mitmachen. I want you to see a throne. A throne of your own making. Ein Thron? A symbol of power. Also soll sich eine Thron vorstellen. Ein Symbol von Power, von Macht. Die Effekte sind geil. Die Effekte bocken. Und sie hat da richtig... Sie ist echt verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich check überhaupt nichts bis jetzt. Hello Fresh. Und damit kommen wir zum Sponsor des heute. Nein, heute nicht. Immer dieses. Ich wünsche, es tut mir leid. Ich wünsche mich von mir selber, aber ist okay. And relax. She's my relaxation, bitch. Ih, da hängen so Haare an diesem Loch, das sie aus Versehen gemacht hat. Ich hab's Gefühl, es wird noch gruselig. So richtig so. Was will sie? Was macht sie? Was sucht sie? Wer benutzt Bing? Wer benutzt Bing? Okay, da merkt man, das ist schon mal komplett fail. Kennt einer von euch jemanden, also kennt jemanden, der Bing nutzt als Suchmaschine? Bing. Also komm schon. Bing. Okay, irgendwas ist in diesem Loch. Irgendwas ist in diesem Loch. Ihhh, Zunge! What? Was zur Hölle ist das? Wollen die mich komplett ekeln? Ekelhaft. Ekel. Bäh. Bäh. Okay. Ich möchte nur mit dir reden für eine Sekunde. Also irgendjemand... Ich wette, es ist der Ex, der weiß, wo sie wohnt. Entschuldigung. Entschuldigung. Verzeihung. Your car, which means you're here. Please. Junge, du hast einen Psychopath. Sie hat gar keinen Bock drauf. Sie hat gar keinen Bock drauf. Es ist okay. Oh shit. Wer war das? Er weiß auf jeden Fall, dass sie da ist. Und dass sie keinen Bock auf ihn hatte. Du kannst mich nicht ignorieren. So those are the terms. Polizei. You understand everything. But you're not gonna arrest him, are you? Because it's not really his fault. No, we're not. Are you living here alone? Get a security camera. Okay. Ne, du sollst auf jeden Fall so Sicherheitskameras erstmal kaufen. Und das hat sie auch gleich gemacht. Junge, die ist echt komplett am Arsch. Ugh.
geht aber schon lange so. Das Loch ist irgendwie verschimmelt. Dieses Loch wird immer größer. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Loch zu tun. Bin ich sicher. Aber es ist nicht schlecht gemacht. Das muss man echt dem Film lassen. Alter, und die stirbt hier einfach mal. Eieieiei. Das ist keine Erkältung, du krepierst gerade von innen. Sicherheitskamera. Oh, der geht's gar nicht gut, Mann. Aber trotzdem sieht sie so gerichtet aus irgendwie. Ich verstehe kein Wort, was sie sagt. Freundin wahrscheinlich, soll mal zurückrufen. Das Ding ist, und was mich stört, ich weiß nicht, worum es geht, ich verstehe überhaupt nichts. Was hat sie? Wer ist das? War das der Ex? Was hat es mit dem Loch auf sich? Ist sie in einem. Ich glaube, es liegt an diesem Haus. Checkt sie nicht, dass da ein Loch ist? Dass es größer wurde? Checkt sie das überhaupt nicht? Oder fühlt sie sich von dem Loch angezogen? Es ist so verwirrend. Ein Zahn, da liegt einfach ein Zahn. Nein, ich hasse Zähne. Also, nicht an sich Zähne, aber alles so Horror mit. Alles so Horror mit Zahn geht bei mir gar nicht. Hashtag Horrorzahn. Hashtag Horrorzahn. Ey, ich habe einen perfekten Horror-Kurzfilm-Titel. Horrorzahn. Da wäre ich vorbei. Horrorzahn. What the heck? Die Sicherheitskameras zeigen ihr, dass sie das war. Was habe ich getan? Warum tue ich das? War das ein Arm? Kam da ein Arm aus ihrem Mund? Oh mein Gott. Alter. Mein Gott. Jetzt Jumpscare. In 3, 2, 1. In 3, 2, 1. In 3, 2, 1. Oh shit, sie hat sich dazu entschlossen, selbst Hand anzulegen. So gespannt. Du brauchst das Licht. Und? Irgendwas ist in diesem Haus, das sie krank macht, glaube ich. Wo ist sie jetzt? Wo zur Hölle ist sie jetzt? Was ist das? Alter, ist das widerlich. Wie kann man sowas erfinden? Komm her. Der soll sich wahrscheinlich draufsetzen. Das ist sowas wie dieser Thron. Ja, das ist der Thron. Und was ist das? Aber so aus Menschen. Bäh, Alter. Wie eklig. Was für eine ekelhafte, eklige Erfindung. Du sollst da draufgehen. Aber war nicht schlecht. Er war wirklich nicht schlecht, der Film bis jetzt. Aber wirklich gut, um das mal so zu sagen. Er ist wirklich gut.
will. Ich würde dich nicht mal für 4 Euro da drauf setzen. Für 5 schon. Bäh. Boah, wie eklig. Was für ein... Stell dir vor, die macht so mit der Hand so ins Gesicht so. Da oben einfach noch 2 Füße hängen dann so rum. Die kommt dann nicht mehr weg. Yeah! Dieser Film war viel zu seltsam. Dieser fleischige Stuhl. Bitte sag nicht, dass das Ende war, weil das macht keinen Sinn so. Das ging ihr Auto geschlagen. Aber ihr geht's wieder gut, glaube ich. Sie hätte einfach nur rausgehen müssen. Also ihr geht's wieder gut. Sie hat einfach nur ein bisschen frische Luft geschnappt. Und deswegen, Freunde, geht ab und zu mal raus. Geht ab und zu mal raus. Sie lebt wieder. Sie hat einfach ihr Auto kaputt gemacht. Also wirklich, was lernen wir daraus? Ab und zu mal frische Luft geben, weil es macht euch nicht gut, diese stickige PC-Luft. Die ist nicht gut für euch. Geht mal raus. Genug vor Roblox gechillt. Einfach mal rausgehen. Den wollte ich unbedingt sehen. Die andere Seite der Box. Der geht auch 15 Minuten, also auch ein bisschen länger. Aber auf den war ich richtig gespannt, weil den habe ich schon so oft gesehen. Also das Thumbnail dazu, den wollte ich so oft sehen. Ich glaube, der ist gut. You just keep your eyes on the sauce, sister. I got the broccoli under control. Also, sister? Sorry. No, nice. Wait. You better believe I am not to be trifled with. No, er macht gerade Broccoli ready. Well, goddammit, that broccoli is not to be trifled with either. Oh, hey, the sauce, you cannot let it burn. The recipe says stirring constantly, I swear. I got it. Also, irgendjemand ist jetzt wohl vor die Tür und stört das Weihnachtsessen. Long time, man. Good to see you. Hey, Ben, this is a bad time. Der Film sagt mir was. No, I was just, no. Yeah, sorry, do you want to come in? Yeah, sure. Hey, der Film sagt mir irgendwas. Haben wir den schon gesehen? Nee, wir haben den nicht gesehen. Nicht, dass ich wüsste. Your mom told me where you were at. Oh. Oh. Ah, der kommt mir vor wie ein Film, den ich schon mal so richtig gesehen habe. Film. Where are you at now? Same place. Oh, cool. Also. Verfilmt, glaube ich, der Film. Weil ich glaube, ich habe so einen ähnlichen Film schon gesehen. I'm really sorry everything went down before. Oh, no, you know, it's water under the bridge. Okay, die hatten wohl irgendeine düstere Vergangenheit und seine Mutter hat ihm erzählt, wo er wohnt. Und oh, no, she's at her parents' Box house right now. She's decorating. Ihm mitgebracht. Oh. Great. Look, I just want to give you this. Sean, you... Das ganz seltsames Verhältnis haben die. Can I get you a drink or something? Willst du was trinken? No, I'm fine. Are you okay? Ganz seltsam. Aber ich glaube, das ist gut. Yes. Ich bin gespannt. Bleib gespannt. Can you do me a favor, though? Yeah, of course. Kannst du mir einen Gefallen tun? Can you open it? Kannst du es aufmachen? Yeah, of course, man. Let's, Let's open it. Wisst ihr, das Schöne an Geschenken ist? No, open the box first. The man freut sich, den anderen eine Freude zu machen. Manchmal. Manchmal auch nicht. Manchmal gönnt man nicht. Und ja, schreibt mir jetzt kurz Pause. Okay, das muss jetzt kurz sein. Schreibt mir in die Kommentare, was habt ihr zu Weihnachten bekommen. Ich will das jetzt wissen. Jeder Einzelne, der diese Stelle sieht, schreibt jetzt, was er zu Weihnachten bekommen hat. Und wenn nichts, dann schreibt nichts. Ich würde gerne wissen. Bestimmt Robux, viele so. Robux. Scheiße, wie traurig. Wie traurig das wäre. Robux zu Weihnachten. Oder Socken. Alright, I don't get it. Okay, das Geschenk ist weg. Sean? I'm sorry, I gotta go. Er muss gehen. Das ist das Geschenk, mein Freund.
Du hast es nur noch nicht erkannt. What happened? He left. Er ist weg, er ist abgehauen. What's that? A box. Ja. Well, no shit. Ja, aber hä? Guckt der jetzt rein? Ben? Hä? Hä? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ben. Ich bin so gespannt. Einfach schwarz. Ben. I need something. Was? What? Er braucht irgendwas, aber was? Ich bin selber sehr gespannt gerade. Das? Nein, oder? Weg. Cool. Well, that's odd. Krass. No kidding. Krass. Geht mal da rein. Gib dir einen Zehner. Don't. He gave this to you? Yeah. There was a card. Komischer Film. Dear Ben, I'm sorry about everything before and everything now, but I had to give it to someone. I don't have it all figured out, but I know it can't move while you're watching. Oh mein Gott. Also solange man irgendwie die Box anguckt. Whatever you do, don't take your eyes off of it. Oh Gott. It wants you to look away. Du bist am Arsch. So, du darfst nicht weggucken, weil sonst bist du am Arsch. Also musst du die Box angucken. Oh! Du musst die Box angucken. Solange du die Box anguckst, passiert nichts, sonst bewegt sie sich. Wahrscheinlich musst du sie jemandem weiter verschenken oder so, damit du diesen Fluch oder was auch immer weitergeben kannst. Hello? Alter, ist ein komischer Film. Das ist einfach ein Kopf. Streichel den mal. Streichel den mal. Streichel den. Was würdet ihr machen mit dieser Box? Ich wüsste nicht. Ich glaube, ich wüsste einfach nicht. Ich wäre verwirrt. Ich wäre verwirrt. Hey, Sean, hey, it's Ben. Look, I don't know what this thing is that you gave me here, but oh mein Gott. Call me back. Oh mein Gott. Now. Ich wüsste nicht, was ich damit mache. Ich wüsste es einfach nicht. Schau, ihr habt so eine Box, da guckt so ein Kopf einfach raus. Why is it looking at you like that? Warum guckt er dich so an? Aber warum? I don't know. What do you think it wants? I don't know. Vielleicht hat er Hunger. Call him again. Gib ihm doch was zu essen vielleicht oder so. Hey, this is Sean. Leave a message. What do you think it wants? I said I don't know. Was? Was? Why is it looking at you like that? Sean. Hey, it's Ben. Look, er redet. Call me back. Now. Er redet einfach. Oh mein Gott. Wie verwirrend. Nimm die Box mit. Bring sie irgendwo hin. Rachel. Oh Gott, Rachel. Sie kann nicht weggucken. Sie wird zur Box. We can't. Wir können nicht. Aber warum nicht? We're not supposed to look away from it. Wir dürfen nicht weggehen. What happens if we do? Was passiert, wenn wir es tun? That's what we need to find out. Ja, das. Just for a second. Müssen wir herausfinden. We need to know what we're dealing with. Könnt ihr nicht das Ding einfach so... Irgendwie, gebt ihm was zu essen. Vielleicht, vielleicht lasst ihr euch in Ruhe. Sie schwitzt er halt einfach auch. Two, three. Oh nein, das war ein Fehler. Der kommt langsam raus. Could have been worse. Ich würde die Box nehmen und angucken und dann damit irgendwo hinlaufen. I'm sorry. I'm sorry, I gotta go. Oh mein Gott, er wiederholt, was der Freund gesagt hat. Just Ben. Don't let him leave the house. It can't move as long as you're looking at it, right? Ja, genau. So says? Yeah. Ist das cool gemacht? Ist so spannend. I'm gonna find Sean. Okay, die müssen jetzt auf jeden Fall den Dix finden. Why you did this, but I'm gonna find out. Wir müssen diesen Freund finden, aber mit der Box in der Hand. Wie eklig.
Wie eklig. Einer bleibt hier und guckt die Box an. Stay and watch it. Wieso nimmt ihr nicht die Box einfach mit? So. Der guckt da raus. Stell dir vor, die gucken weg und dann hängt er so mit einem Bein schon raus. Is that what you think? Der ist so eklig, der Film. Der ist so eklig. Oh Gott, die Arme. Du kannst sie doch nicht allein lassen. Ruf doch Freunde an, damit hier ein paar Leute einfach sind. Oder die Polizei vielleicht. Ich hätte die Polizei gerufen, glaube ich. No one has to be me, right? Zu sagen, ey, guck mal, das ist so eine Box. Die guckt die ganze Zeit an. Okay, man soll nicht rausgehen. Der möchte nicht, dass der das Haus nicht verlassen scheint. Eieieiei. Just be quick. Er soll sich beeilen. Die Arme. Die Arme. Der kommt nie wieder. Der haut ab. Das war's. Hey, this is Sean. Leave a message. Du wirst ihn nicht finden. Sean. Leave a message. Hey, this is Sean. Leave a message. Sean, answer the phone. I don't know why you did this, but I'm gonna find out. Oh je, verzweifelt ist echt. And told us what you said. I don't know what I could have possibly done. What are you talking about? Sean, why haven't you been answering? What did you just say? Why haven't you been answering the phone? No, you just said it told us what I said. Yeah, it spoke or echoed. It told us what you said. What I said? What do you mean? Who's us? Oh, come on, about me not leaving the house. Also erzähl das, was hier das. I didn't tell it to do anything. I didn't even know it could speak. Er wusste nicht mal, dass das Ding reden kann. Sean, what's going on? Oh my God, it's Ben, it's lying to you. I don't know why, but it lied to you. Es lügt dich an. Ich weiß nicht warum, aber es lügt dich an. Warum hast du uns das gegeben? Us, man, me and Rachel. Warum hast du uns das gegeben? Er wusste nicht. Wusste er überhaupt, dass sie da ist? Er sagt. Ben, where are you right now? Wo bist du? I'm coming to you. No. You have to keep your eyes on it. I know, oh, Rachel's nein. Watching it. No, Ben, you! Oh my God. You! Oh my God. Oh my God. Er sagt, wohin fährst du? Ja, zu dir. Du sollst nicht kommen, du musst die Box angucken. Du musst die Box. Er sagt, seine Frau guckt die Box. Nein, du musst die Box angucken. Don't go back. Don't you sagt, go back there. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er ist am Arsch. Er ist am Arsch. Er hat jetzt gerade gesagt, er soll nicht zurückgehen. Jetzt ist er zurückgegangen. Lichtschalter hängt draußen. Oh mein Gott. Box ist weg. Frau ist weg. Stuhl ist nicht mehr sitzt. Wasser, der ist rausgekommen, der Mann. Boah. Wie in einem Horrorfilm. Im Haufen. Rachel? Ja? What's up? Mm-mm. Safety Box, die gesprochen hat. Where's the box? Wo ist die Box? Safe. Die Box. Safe steht da, ist der Mann nackt. Nackter Mann. Der nackte Mann. Licht ist wieder weg. Ich konzentriere selber gerade.
see you. I see you. Ist der Mann, gell? Der Mann, der duscht einfach. Er ist weg. Oh nein. Aber wo ist seine Frau? Ey, der Mann hat doch einfach geduscht dort. Vielleicht wollte er nichts anderes. Oh mein Gott. Oh je. Oh Gott. Oh Gott, das ist schrecklich. Die kommen immer näher, wenn er wegguckt. Oh mein Gott, der ist am Arsch. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Der, egal wo er hinguckt, der ist am Arsch. Nein, er macht das Licht aus. Der ist am Arsch. Von beiden Seiten, der ist am Arsch. Boah, na gut. Oh nein, die hätten mehr geben sollen. Ups, die hätten mehr geben sollen. Die können nicht einfach den Film so lassen. Oh mein Gott, er braucht einen zweiten Teil. Ich schwör's euch, der braucht einen zweiten Teil. Der war richtig gut. Okay, der letzte, der heißt Call Girl, der ist sehr kurz. Und der wird niemals an den zweiten rankommen, weil der war so gut. Ich bin so geflasht noch. Die haben den so geil gemacht. Die haben den so geil gemacht, wirklich. Aber komm, wir sind jetzt wieder drin. Mehr Intro als Film. Leg doch mal los. Der geht noch 4 Minuten. Okay, sieht auch cool aus. Ich mag sowas. Can you hear me? Kannst du mich hören? Ist ein bisschen gruselig. Alright. Irgendwie ist er gruselig. Yeah. It's almost time. She'll be here soon. Aber so ein bisschen vom Feeling her. So, er sieht süß aus an sich, aber guck doch mal, das so mit diesen Glitches und hier das, diese ganzen Fehler. Das, ich meine, an sich ist ein süßer Mann, aber irgendwie ist es schon gruselig. You're not gonna show this to anyone, right? Ich glaube, der ist auch gut. Alter hat so gute Filme. Deswegen heißt auch Alter, wegen Alter. Alter sind die Filme gut. Right? Also er redet mit uns. I mean, it's not like you haven't done it too. Okay, das ist wirklich creepy. Right. Ich check's. I guess we just have to wait. Wir sind... Alrighty. Wish me luck. Okay. Irgendjemand ist an der Tür und er sagt, wir sollen ihm Glück wünschen. Und ich habe gar nicht verstanden, worum es geht bis jetzt. Aber ich bin noch geflasht von Film 2. Hä? Is he okay? Hä? Yeah. Er hat sie bestellt. I want what you want. It's $200, I told you that, right? Er hat sie bestellt. Und er nimmt sie gerade auf. Do you want to get to it, or? Sorry. Still know this. That's cool, that's cool. Do you want to drink or no drink? Yes, or? Yes, drink. Also, okay, er bringt was zu trinken. Eieiei. Ey, schon seltsam sowas. In welcher Welt wir leben. Ich weiß auch nicht. Wieso gibst du denn? Füll sie doch mit Alkohol ab. Dann mach's richtig. Oh. Right. Also, ich meine natürlich nicht abfüllen, aber ein Gläschen Sekt zusammen trinken, dachte ich. Das ist ein bisschen Stimmung. Ich meine, warum? Also, egal. Das ist gesünder. Ist das an? Oh, sie hat gecheckt, dass die Cam an ist. Du kleiner Schlawiner. Die Webcam. Is it on? Nee, ist nicht an. Oh! Oh! Nein! Nein! Du ekliger Bastard! Oh shit, yeah, right. Ich bin verwirrt. Ich bin sichtlich verwirrt. Sichtbar. Oh, Darknet war das! Er hätte sie töten müssen. Das war fürs Darknet. Holy shit. Holy shit. I did it! We did it! Wir haben's geschafft. We fucking did it!
Gott, wie krank. Fuck you, sie lebt, sie lebt, sie lebt, sie lebt. Fucking idiot! Oh! Oh! Alter, verwirrt, komplett. Was haben wir uns angeschaut? Was haben wir uns angeschaut? Plot Twist. Geil. Oh, der Film war gut. Du magst das? Krass. Good. Oh, sind die Filme gut gewesen. Boah, ich bin geflasht. Ich mag diese Kacke. Das war gut. Der erste war nicht so krass, glaube ich. Aber der zweite war, boah, und der war auch nicht schlecht. Freunde, wenn ihr das Format mögt, dann einmal den Like-Button. Ihr wisst, was ihr damit machen sollt. Wir sehen uns morgen wieder, übermorgen wieder. Schaut gerne das Video an. Ich bin weg. Passt auf euch. Ich küsse euch. Bis dann.